Wiesbaden! Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Niemals Erste Liga, Folge 38 vom 12. März 2019. Dies ist eine besondere Folge, denn wir sitzen gerade nicht in der gewohnten Besetzung zusammen. Stattdessen waren Sonja und ich heute in der Britta Arena und haben Herrn Dr. Bröckel zum Thema Westtribüne befragt. Die wichtigsten Fakten zu dem Thema wurden ja gestern auch schon auf der Vereins-Homepage veröffentlicht, sofern sie nicht ohnehin schon länger bekannt waren. Aber das eine oder andere wollten wir doch etwas genauer wissen. Wir fanden es zumindest sehr interessant und hoffen, euch gefällt diese Sonderfolge auch. Die nächste normale NEL-Folge gibt es dann voraussichtlich kommende Woche. Noch ein kurzer Hinweis. Nachdem wir eigentlich mit dem Gespräch schon fertig waren, fiel Herrn Bröckel noch eine Ergänzung ein. Die kommt dann einfach hinten dran. Und jetzt viel Spaß. So, wir sitzen hier in der Britta Arena in einer schönen Loge mit Blick auf das Spielfeld und haben heute Herrn Dr. Bröckel zu Gast. Guten Tag, Herr Bröckel. Guten Tag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen Ihnen ein paar Fragen zum Thema Westtribüne stellen. Vielleicht zunächst mal so als Einleitung, was qualifiziert Sie denn genau zu dem Thema jetzt Auskunft zu geben? Sie sind ja einer der beiden Geschäftsführer der SVW in Wiesbaden GmbH. Das ist richtig. Ich bin auch mit Stefan Blöcher zusammen Geschäftsführer der Stadion Berliner Straße GmbH, der das Stadion gehört und die auch verantwortlich ist für den Neubau der Westtribüne. Und seit dem Beginn des Projektes im Herbst 2015 bin ich der Projektleiter und insofern hoffentlich in der Lage, Ihnen auch Ihre Fragen zu beantworten. Ja, da sind wir sehr optimistisch. Ja, gestern war der offizielle Startschuss. Jetzt ist natürlich mal so die erste Frage, wie lange wird denn jetzt der Abbau dauern? Sollte er vermutlich relativ schnell gehen mit der Stahlrohrkonstruktion? Die wird ja damals auch sehr schnell ja aufgebaut. Und wann beginnt dann der Neubau der festen Konstruktion? Es ist richtig, der Rückbau wird sehr schnell passieren. Mitte April wollen wir die Baufläche sauber haben, damit dann mit dem Neubau begonnen werden kann. Wir haben jetzt in der Planung, dass Anfang Mai, Mitte Mai, der erste Spatenstich erfolgen wird. Und die ersten Betonfertigteile sollen dann im Juli hier auf die Baustelle rollen. Also während der Sommerpause geht es dann tatsächlich los mit den richtigen Bauarbeiten dann? Das ist richtig, ja. Mhm. Und wenn alles nach Plan läuft, bis wann wird der Neubau dann abgeschlossen sein? Also Ende 2020 soll dann die komplette Tribüne und auch die Nordwestecke ausgebaut sein, sodass wir dann ab 2021 in einem neuen Stadion quasi spielen können, zumindest mit der neuen Tribüne. Das heißt also noch die komplette Hinrunde dann der übernächsten Saison auch noch. Ja, ja, Sie sagten es ja gerade schon, Sie sind der Projektleiter seit 2015. Es ist ja schon lange geplant jetzt das Ganze. Wieso hat sich denn der Startschuss denn so lange verzögert? Also zum nächsten hatten wir verschiedene personelle Veränderungen gehabt, die zu Unterbrechungen geführt haben im Projektteam, jetzt nicht bei uns, sondern bei den Planern. Dann hat es dazu geführt, dass wir eine Reihe von Nachforderungen von der Bauaufsicht noch bekommen haben, nachdem wir den ersten Bauantrag im Dezember 2017 eingereicht hatten. Die weitere Verzögerung entstand dann durch die Baukonjunktur bedingt. Wir haben ja eine Ausschreibung gemacht für den Rohbau und auf die erste europaweite Ausschreibung überhaupt kein Angebot bekommen und mussten dann in eine zweite Runde gehen. Da konnten wir dann eine beschränkte Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren machen, aber da waren dann auch wieder drei Verhandlungsrunden notwendig und so kam dann die Zeit zusammen, dass wir jetzt seit 2015 bis 2019 fast 4 Jahre für die Planung gebraucht haben. Okay. Das klingt alles ein bisschen frustrierend, so für mich, wenn ich dran denke, dass es ja auch schon eine PK, glaube ich, mit der Stadt gab vor 1,5 Jahren oder so. War es so frustrierend, wie sich's anhört? Man sagt, man wartet und es kommt kein Angebot und dann verzögert sich da nochmal und da nochmal. Also wenn sich bei mir Frust raushört, dann ist es falsch, weil ich immer noch motiviert bin und einfach weiß, dass solche Projekte etwas länger dauern können, vor allem, weil wir halt auch sehr auf die Kosten achten müssen. Also wir können jetzt nicht gewisse Prozesse anstoßen, die dann nachher nicht benötigt werden, aber viel Geld kosten. Von daher ist bei uns keine Frustration da. Wir freuen uns alle, dass wir jetzt
endlich mit dem Rückbau beginnen konnten und dann in 2 Jahren eine neue feste Tribüne haben werden. Die Veranstaltung, die Sie ansprechen, war eigentlich ein anderer Anlass. Das war der Anlass, dass wir mit der Stadt Wiesbaden einen 30-jährigen Nutzungsvertrag für das Gelände geschlossen haben. Wir hatten ja zuvor immer nur 5 Jahresverträge gehabt und zum ersten Mal auch im Hinblick auf den Neubau der Westtribüne hat die Landeshauptstadt uns einen 30-jährigen Vertrag gegeben. Das war von uns ein Zeichen, dass wir bleiben wollen, aber auch ein Zeichen von der Landeshauptstadt und vom Oberbürgermeister, dass sie uns gern behalten möchten. Okay, so aus Fansicht und ich glaube auch Pressesicht gab es ja schon mehrfach so ist jetzt geplant, wie wir bauen wollen und das hat sich dann mehrfach ja doch verschoben, leider. Ne? Das ist richtig, ja. Ja, jetzt während des Umbaus, wie viele Plätze fallen denn da ungefähr weg? Ich tippe mal so auf 3000 müssten das ungefähr sein. Es sind genau 3600. 3600 sogar. Und wir werden dann in der Umbauphase so zwischen 9100, 9200 Plätze noch zur Verfügung haben. Mhm. Wird es denn während des Neubaus, also gut, der Abbau wird relativ schnell gehen, also erübrigt sich die Frage, aber während des Neubaus wird es dann da auch eine schrittweise Eröffnung schon geben von ich sag mal, halben Tribüne oder sowas, wenn die dann schon fertig ist, oder ist das nicht vorgesehen? Also das wollen wir vermeiden. Mhm. Eine Teilinbetriebnahme ist sehr teuer und aufwendig. Das hängt damit zusammen, dass die ganze Elektronik und Steuerung der Lichtanlagen, der Lautsprecher auf der Tribüne in der neuen Nordwestecke eingebaut wird. Und das sind die eigentlich Einbauten, die ganz am Schluss erst erfolgen. Mhm. Das heißt, für eine frühere Inbetriebnahme müssten wir dann Provisorien schaffen. Und das ist wieder einfach sehr teuer. Ja, ja. Hat das denn jetzt Auswirkungen auf das Kontingent für die Gästefans eigentlich? Also wenn insgesamt weniger Plätze sind und mal angenommen, es gibt jetzt irgendein Entscheidungsspiel am Ende, vielleicht sogar ein Relegationsspiel, ist das Gästekontingent dann geringer oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben ja die Gäste traditionell in der Südtribüne sitzen. Dort haben wir eine Kapazität von 2200 Plätzen, also Stehplätze. Und die stehen auf jeden Fall zur Verfügung. Insofern wird das Kontingent für die Gäste eigentlich nicht kleiner. Dann kommen die Sitzplätze noch dazu. Also von da wird sich kein Gast beklagen dürfen, dass er während der Umbauphase eher schlechter behandelt wird. Wo kommt denn jetzt während der Umbauphase das Gästekontingent für die Sitzplätze? Die sitzen ja bisher auf dem ganz am Rand der Westtribüne. Wo werden die platziert? Also da gibt es halt 2 Möglichkeiten. Wir haben ja die großen Clubs, die mit vielen Gästefans kommen, auch Sitzplatzgästen, die werden wir auf O14, das ist der südliche Teil der Osttribüne, platzieren. Wenn das Clubs sind, die weniger Fans mitbringen, werden die sich irgendwo auf der Osttribüne dann auch hinsetzen können. Und die Mehrzahl der Gästefans sind bei uns eindeutig dann auch Stehplatzfans. Ja. Das habe ich eben gerade gefragt. Ah, sorry. Jetzt haben wir dann die gesamte nächste Saison, dann die eingeschränkte Kapazität. Jetzt mal für den Gutfall, sprich diese Saison gelingt der Aufstieg in die zweite Liga, da müsste man dann sicherlich für einige Spiele dann ausweichen. Ich sag mal, also gegen die besonders zuschauerstarken Gastvereine, da würden dann wahrscheinlich diese 9000 Plätze dann vermutlich dann nicht ausreichen. Was ist denn da geplant? Es war mal irgendwann zu lesen, dass das Mainzer Bruchwegstadion als Ausweichstadion vorgesehen ist, falls man weg müsste. Also das Mainzer Bruchwegstadion war als Ausweichstadion für die dritte Liga vorgesehen, nie im Zweitligafall, weil da die Kapazitäten auch nicht viel größer sind. Wir werden alles tun, um zu vermeiden, dass wir auch in der zweiten Liga ausweichen müssen. Weil wir glauben, wir können nur dann die Wiesbadener zu unseren Fans machen, wenn wir auch alle Spiele hier in Wiesbaden austragen. Insbesondere dann natürlich diese Spitzenspiele. Ja. Insbesondere auch die wichtigen, interessanten Spiele. Ja. Und da müssen wir dann in den sauren Apfel beißen, dass wir dann halt weniger Zuschauer haben. Aber vielleicht führt das ja auch dann dazu, dass die Begehrlichkeit nach unseren Tickets etwas steigt, wenn eine Verknappung da ist. Aber es bräuchte eine Sondergenehmigung, ne? Das ist so für diese Übergangszeit dann. Das ist richtig, wir sind sowohl mit dem DFB als auch mit der DFL in Gesprächen. Beide Institutionen sind eigentlich seit Anfang des Projekts mit in die einzelnen Schritte einbezogen. Da haben wir eine sehr enge Kommunikation und da haben wir auch schon Sonderkonditionen vereinbart, damit wir eben mit 9100 auch in dieser Bauphase in den jeweiligen Spielklassen hier in der Plitt Arena spielen können.
Das heißt, es ist sozusagen schon fest, dass diese Spiele dann hier stattfinden sollen. Der DFB und die DFL tun sich schwer mit festen Zusagen außerhalb der Lizenzierungsverfahren. Und da wissen wir jetzt noch nicht, wie entschieden wurde, aber wir gehen einfach davon aus, aus den Gesprächen, dass wir da die Sondergenehmigung bekommen. Die größere Sorge bei beiden ist eigentlich gar nicht so sehr die Zuschauerzahl. Das größere Problem sind eigentlich die Fernsehübertragungssituation, weil wir dann, wenn wir jetzt die Westtribüne abgebaut haben, im ersten Schritt provisorische Kameratürme aufstellen müssen. Die müssen im Zweitligafall besonders justiert, nicht die Türme, aber die Kameras müssen besonders justiert werden. Und wir werden in der Bauphase dann zwei Umzüge dann noch haben. Einmal vom Turm auf die fertige Tribüne, wenn dann die Betonstufen dann liegen. Und von der provisorischen Position auf den Betonstufen dann in die finale Position. Und da ist die größte Sorge eigentlich bei DFB und DFL. Das heißt, die Kameraposition soll bleiben, wie sie im Moment ist, also von der Westseite? Nein, die Kameraposition wird dann auf das Standardmaß, nämlich 15 Meter von der Außenlinie entfernt und in 10 Meter Höhe platziert. Das konnten wir auf der jetzigen Westtribüne nicht realisieren, weil dann die Pfosten des Daches im Blickfeld der Kamera gewesen wären. Und deswegen haben wir, ich glaube, jetzt 5 oder 6 Meter nur Entfernung vom Spielfeld und sind dann nur so 3-4 Meter hoch. Also das Kamerabild wird auf jeden Fall deutlich besser werden, wenn schon die Türme stehen. Nochmal kurz zum Stichwort Ausweichstadion. Also Bruchweg wäre im Drittligafall, zumindest für Lizenzierungsfragen als Ausweichstadion genannt? Nee, nicht mehr? Nein. Die Kollegen in Mainz haben das Bruchwegstadion auf 7.100 Plätze zurückgebaut. Das heißt, noch weniger als wir dann in der Güterarena haben. Das heißt, die Option ist schon völlig raus. Genau. Wir haben als Ausweichstadion die Commerzbank Arena, sowohl für die dritte Liga als auch für die zweite Liga. Und in der zweiten Liga könnten wir aber auch noch in die Opel Arena gehen. Da haben wir auch eine Übereinkunft mit Mainz getroffen. Wir wollen beides vermeiden, weder nach Frankfurt noch nach Mainz gehen, sondern hier bleiben. Und das wäre dann vermutlich auch so im DFB-Pokal, wenn sich der SVW wieder qualifiziert in der nächsten Saison, kann ja in der ersten Runde durchaus natürlich ein zugkräftiger Verein kommen. Jetzt hat man es die letzten beiden Jahre ja jeweils in der zweiten Runde. Da würde man dann auch dann im Zweifelsfall gucken, dass man mit den 9.000 Plätzen dann auskommt. Hauptsache, wir haben das Spiel hier zu Hause. Genau, wir wollen ja die wichtigen Spiele nach Wiesbaden holen. Und das wäre halt kontraproduktiv, wenn wir dann damit nach Frankfurt oder nach Mainz gehen würden. Dann haben wir halt weniger Zuschauer, aber hoffentlich genauso eine gute Stimmung. Ja, Stichwort große Spiele wäre noch die Frage, es gibt ja diese Saisoneröffnung, bei der auch gerne mal Bundesligisten hergeholt werden. Hat der Umbau irgendwelche Auswirkungen darauf? Nein, also selbst wenn Eintracht Frankfurt kam, hatten wir maximal 5.500 Zuschauer. Das können wir gut darstellen, auch in der Umbausituation. Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt. Der Worst Case, zumindest so aus Stadionsicht, wäre ja, wenn Wien in diesem Sommer aufsteigt und gleich nach einem Jahr wieder runter müsste, dann wäre man dann gerade rechtzeitig, dann wäre die Tribüne fertig, wenn wir wieder zurück in der dritten Liga wären und das ganze Zweitliga-Jahr hätten wir sozusagen im verkleinerten Stadion gespielt. Muss man so. Also wenn wir aufsteigen, unterschreiben wir das erstmal. Okay. Und dann würden wir halt schon alles tun, um drin zu bleiben. Wohl wissend, dass in so einer Umbausituation es auch für eine Mannschaft nicht einfach ist, zu Hause dann zu spielen. Aber dann müssten wir einfach dann sehen, was passiert. Und wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, als zu versuchen, dann, wenn wir mal aufgestiegen sind, auch in der Liga zu bleiben, unabhängig, ob altes oder neues Stadion, ob Umbau oder nicht Umbau. Die Herausforderung bleibt für die sportliche Leitung, Trainer, Stab und Mannschaft eigentlich in gleicher Weise erhalten. Wenn du provokant fragen kannst, hätte ich vielleicht auch noch eine kleine provokante Frage in eine bisschen andere Richtung. Wäre das Stadion, wenn das zweitligatauglich ist, denn auch automatisch erstligatauglich? Nein, das Stippelte Arena bekommen wir nicht erstligatauglich. Das hängt damit zusammen, weil in der ersten Liga ja schon ein Gästekontingent von 450 Gästesitzplätzen gefordert ist und vor allem auch, wenn ich richtig informiert bin, die Sitzplatzzahl auf 8.000 erhöht wurde von bislang 3.000. Wir bekommen aber keine 8.000 Sitz- und 7.000 Stehplätze hier auf dem Gelände unter, weil wir müssten dann das Stadion so weit vergrößern,
dass keine Feuerwehrumfahrt mehr vorhanden wäre und dass es nicht genehmigungsfähig ist. Das ist tatsächlich komplett nicht machbar. Es wäre mit einem, so mit größeren Umbauten der Wettiner Straße, der Berliner Straße und des Gustav-Stresemann-Rings möglich, aber ich glaube nicht, dass das A, sinnvoll und B, durchsetzbar wäre. Aber ich mag die Art, wie du denkst. Also. Ja gut, man muss vielleicht dazu sagen, unser Podcast heißt niemals Erste Liga. Ja. So haben wir uns benannt, aber da stellt sich die Frage dann automatisch so ein bisschen. Auch aus Angst, dass wir uns dann vielleicht auflösen müssen, wenn es passieren sollte. Ich glaube nicht, dass ich auflösen... Ja gut, das müssen wir wissen, ob sie auflösen müssen. Es zeigt sich einfach, wenn bestimmte Situationen eintreffen, und da denken wir nun wirklich nicht dran, weil die Herausforderung Zweitliga-Aufstieg ist groß genug. Wenn dann eine Situation eintritt, dass man neu nachdenken muss, dann werden wir sicher hier zusammen mit der Stadt und dem Land auch Lösungen finden. Wie die dann ausschauen, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, aber es wird bestimmt Lösungen geben. Genau, auf das Problem freuen wir uns. Ja, genau. Sehr, leicht utopische Frage, gebe ich zu. Gut, dann... Frag mal wieder was Realistisches. Ich frage mal was Realistisches, und zwar ganz konkret die neue Tribüne. Wie wird das denn jetzt aussehen? Brauchen ja vor allem eine Menge Stehplätze, um die geforderte Kapazität von 15.000 zu erreichen. Wird das dann jetzt eine reine Stehplatztribüne oder auch gemischt Steh- und Sitzplätze? Oder gibt es diese Umklappsitze, so wie diesem sogenannten Stuttgarter Modell, die also sich schnell von einem ins andere umwandeln lassen? Wie ist das vorgesehen? Also um mit der letzten Variante anzufangen, diese Umklappstühle sind so teuer, dass wir die für uns eigentlich gestrichen haben. Sie rentieren sich meiner Meinung nach nur für ein Stadion, in dem wie jetzt in der Commerzbank Arena mal Bundesliga, mal international gespielt wird, dass ich relativ schnell dann umrüsten muss. Wir haben eine Tribüne, die man sowohl mit Sitzplätzen als auch mit Stehplätzen ausstatten kann. Und das heißt, in der dritten Liga würden wir hier noch 2.800 Sitzplätze haben. Und in der Bundesliga müssten wir dann auf Stehplätze umwandeln. Das heißt 2.800 Sitzplätze plus ein Stehkontingent? Oder wäre das eine reine Sitzplatztribüne wie bisher in der dritten Liga? In der dritten Liga wäre es eine reine Sitzplatztribüne. Mhm. Das heißt sogar etwas kleiner als bisher dann? Ja gut, wir haben jetzt 3.600 Plätze drauf. Mhm. Und wir bräuchten aber... sind wir 3.000 dann Sitzplätze. Weil die Begrenzung, die wir haben, ist, wenn wir mit Stehplätzen ausstatten. Und das hängt mit der Entfluchtungsmöglichkeit, die wir vom Gelände haben, die liegt bei 15.200, also mehr Menschen dürfen wir gar nicht aufs Gelände hier drauflassen. Und da wir die Kapazitäten von den anderen Tribünen ja fix haben, ist das dann die Residualgröße gewesen, dass wir da mit knapp 6.000 Stehplätzen dann zum Auskommen müssen. Mhm. Und da hat sich dann auch die Sitzplatzgestaltung dann orientiert. Okay. Dann nochmal daran anschließend, ich hatte ja vorhin schon mal nach dem Sitzplatzbereich für die Gäste gefragt. Das heißt, jetzt muss ich gerade selbst ein bisschen überlegen, wenn wir jetzt für die zweite Liga eine reine Stehplatztribüne auf der West hätten, da würden dann... Muss mich korrigieren, auf der West hätten wir auch die Sitzplätze für die Gäste wieder. Ach so, also auch wieder an derselben Stelle, wie sie bisher sind. Ja. Bloß der Rest wäre dann Stehplätze. Ah, okay. Es war ja irgendwann auch mal im Gespräch, dass im Falle von einem Zweitliga-Aufstieg auch an der Südtribüne Veränderungen stattfinden müssten. Was hat es denn damit auf sich? Also wir würden den Innenraum etwas vergrößern, dass wir dann auf 120 Meter Länge Innenraummaße kommen. Das heißt, wir müssten die Südtribüne dann etwas nach Süden verschieben. Und das ist im Rahmen eines sogenannten Masterplans, den wir erstellt haben, das sind mal einzelne Modelle, wobei wir da verschiedene Möglichkeiten hätten. Wir könnten die Tribüne abbauen und aufbauen oder wir könnten auch da eine feste Tribüne hinbauen. Das hängt dann im Endeffekt auch mit der Finanzierungsmöglichkeit zusammen. Aber das ist auch wieder eine Vorschrift dann, dass es in der zweiten Liga irgendwie mehr Platz im Innenraum geben muss? Oder wo kommt das dann her? Na gut, wir brauchen halt einfach, um auch das Stadion zum Innere ordentlich betreuen, bearbeiten zu können, etwas mehr Platz, als wir zurzeit haben. Da stehen die Banden und die Abstände dann zwischen den Banden und der Tribüne sind etwas eng für die Bearbeitung und das würden wir einfach größer machen.
Die neue Westtribüne, wird die von der Grundfläche dann her, wenn sie dann jetzt aus Betonteilen dann sozusagen gebaut wird, wird die dann größer als die bisherige? Oder wird das so von den Abmessungen her ungefähr gleich bleiben? Die wird etwas größer, weil wir mit der Westtribüne um ungefähr 3 Meter nach Westen rücken, auch um den Innenraum noch etwas zu vergrößern. Und verändert sich dann so die Gestaltung dann zur Wettiner Straße hin? Also wird dann da ist ja noch so ein bisschen so eine Böschung, wird da dann auch dann was verändert? Oder reicht eigentlich der Platz, der momentan bisher da hinter der Tribüne ist, dann aus? Die Kioske, die da stehen, die fallen ja dann weg, die kommen ja in die Tribüne hinein. Die Kioske fallen weg, die Böschung bleibt und von dadurch bekommen wir die Breite, die wir dann für die Feuerwehrumfahrt brauchen, durch den Wegfall der Kioske und können dann die 2,50 Meter nach Westen rücken. Weiter geht es wahrscheinlich auch gar nicht mehr dahin draußen. Ja, jetzt eine ganz wichtige Frage von vielen unserer Hörer. In den neuen Kiosken, wird es denn da auch Pommes frites geben? Wir sind informiert worden, dass es das bisher in den Kiosken nicht geben kann, weil wegen Brandschutz, aus Brandschutzgründen dort keine Fritteusen aufgestellt werden dürfen. Vielleicht sind da die Anforderungen oder die Möglichkeiten jetzt in diesen fest installierten Kiosken unter der Tribüne da dann andere. Das Problem mit den Pommes frites und dem Öl ist, dass man einen Ölabscheider braucht. Und die Ölabscheider sind eine sehr teure Einrichtung, nicht nur in der Anschaffung, sondern im Betrieb. Mhm. Und da sage ich Ihnen ganz offen, das wird dann zum einen vom Ketra abhängen, zum anderen aber auch von uns, ob wir dann am Ende des Baus noch Geld übrig haben oder ob, was wir jetzt leider erfahren mussten, als wir den Rohbau ausgeschrieben haben, die Kosten über unser Budget liegen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob es hier Pommes frites gibt. Vielleicht gibt es ja auch dann eine neue Möglichkeit, die Pommes frites dann aufzubereiten, ohne dass man mit Öl arbeiten muss. Aber das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Momentan können wir da noch keine große Hoffnung machen. Nee, aber das haben uns jetzt schon so viele auch gefragt oder uns dabei gepflichtet. Vielleicht geht ja ein Crowdfunding oder sowas. Ein Crowdfunding? Ein Frittenfunding? Genau. Ja. Sehr gut. Wir schauen, was wir tun können. Jetzt mal zu dem neuen Gebäude in der Nordwestecke. Da sollen diverse Räumlichkeiten entstehen, war zu lesen, zum Beispiel für die Polizei, die Stadionregie, die Fanbetreuung oder auch ein Fanshop. Wie genau wird das denn aussehen? Und wie viel Platz ist dann noch in diesem kleinen Vorplatz drumherum, wenn man da vom Eingang 2, glaube ich, kommt? Ne? Der Platz wird etwas kleiner, weil wir zwischen der Nordtribüne und der Westtribüne dann diese Nordwestecke ausbauen. Die wird so eine Grundfläche von 250 Quadratmetern haben. Und unten wird ein Fan-Kiosk, ein Fanshop ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ein Fan-Kiosk sein. Wir wollen dann einen Raum für unsere Fanbetreuung dann auch einrichten und im Erdgeschoss wird auch die Polizeiwache untergebracht, die zurzeit in Containern auf der Südseite des Geländes steht. Und im ersten Stock haben wir dann die Leitstellen für die Polizei und die Feuerwehr und Ordnungsdienst, die sich zurzeit noch hier bei uns in der Osttribüne befinden. Und haben wir dann auch bessere Möglichkeiten für Besprechungszimmer, also die Arbeitsbedingungen für die dort Diensttuenden von Polizei über Feuerwehr, Sanitätsdienst und unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, die die Stadionregie machen, die werden da etwas zeitgemäßer untergebracht, als wir es heute zurzeit haben. Jetzt sitzt ja der Verein teilweise hier und teilweise auf dem Halberg. Wird sich daran irgendwie was ändern, an dieser Statik, wenn es dann hier andere Räume gibt? Oder, also ist da irgendwas geplant? Das Problem wären zwar dann auch Räume, wenn die Kollegen von der ersten Mannschaft hier runterziehen würden, aber das Hauptproblem sind natürlich die Trainingsflächen. Und solange wir hier in Wiesbaden keine Trainingsflächen für die erste Mannschaft haben, wird sich an dieser Konstellation nichts ändern. Wir sind da in Überlegungen, auch in ersten Gesprächen, aber wir haben da noch keinen Stand erreicht, den wir jetzt öffentlich kommunizieren oder diskutieren könnten. Jetzt nochmal einen weiteren Ausflug in die Theorie. Nehmen wir mal an, der SV Wien steigt auf, etabliert sich auch in der zweiten Bundesliga, bleibt da jetzt, sagen wir mal, mehrere Jahre. Gibt es dann für den Fall auch Pläne oder zumindest schon mal, Sie erwähnten ja gerade einen Masterplan mit verschiedenen Varianten, gibt es da Überlegungen, den Rest des Stadions dann auch durch feste Bauten zu ersetzen? Also wir hätten ja dann jetzt quasi eine Mischung aus einem festen und restlichen fliegenden Bauten. Gibt es da auch dann irgendwie, ich sag mal so, das große Gesamtbild, wie ein Stadion insgesamt mal aussehen könnte, wenn man es komplett aus Beton baut? Also diese Vision haben wir, dass wir dann
im zweiten Schritt nicht nur die Südtribüne neu, sondern auch mal die Osttribüne neu bauen. Wir haben eindeutig mit unseren Hospitality-Kapazitäten, so mit 550 Plätzen, die wir zurzeit haben, noch nicht die Größe, die wir brauchen, um permanent ein optimales Netzwerk für unsere Gäste hier bieten zu können. Wir sind der Meinung, dass man da so eine Kapazität von ungefähr 1000 Hospitality-Plätzen bräuchte und das würde sich nur mit einem hier Umbau realisieren lassen. Sie haben die Finanzierung mehrere Male angesprochen. Da wurde irgendwann vor geraumer Zeit mal von einem interessanten Konstrukt berichtet, nämlich dass die neue Tribüne der Verein, also der e.V. baut, weil nur der öffentliche Zuschüsse erhalten kann. Es gibt ja vom Land einen Zuschuss in Höhe von, weiß nicht, ich glaube 3 Millionen. 3,5 sogar. Genau. Das ist noch weiterhin so der Fall. Also, ja. Das heißt, der Verein wird Eigentümer der Tribüne und vermietet sie dann an die Stadionbetriebsgesellschaft. Genau. Dann. Okay. Ja, die letzte Frage, die wir noch haben, ich weiß, du hast sie reingeschrieben, ich finde sie aber auch so gut, dass ich es unbedingt wissen will. Es gab mal das Gerücht, dass die alte Tribüne dann nach Berlin wandert, zu Altklinike. Stimmt das oder was hat man uns da erzählt? Also es war kein Gerücht, sondern es gab konkrete Verhandlungen mit dem Verein VES Altklinike. Die haben aber dann keine Baugenehmigung bekommen. Und da ist das dann, nachdem wir den Vertrag schon ausverhandelt hatten, dann gestorben. Und jetzt sieht es so aus, als ob Nüssli, also das Unternehmen, das die Britta Arena gebaut hat und die auch die Westtribüne abbauen werden, uns die Tribüne abkauft. Also die haben dann vielleicht noch woanders Verwendung dann dafür? Ja, Nüssli baut zurzeit die Zwischenlösungen in Karlsruhe und in Kiel. Mhm. Das heißt, die sind sehr stark im Stadionbau, nicht nur in Deutschland, sondern international. Und die haben sicher Verwendung dann für unsere alte Westtribüne. Okay. Gut, das wär's von meiner Seite. Du hast noch eine Frage aus einem anderen Kontext? Genau, ich hätte noch eine Zusatzfrage. Ja. Und zwar, da Sie jetzt 12 Jahre auch bei der Eintracht waren, würde ich natürlich gerne wissen, was Sie da zur aktuellen Entwicklung sagen, wie Sie das jetzt beobachten als jemand, der nicht mehr im Verein ist, aber das höchstwahrscheinlich auch noch verfolgt. Ne? Gut, ich bin auch weiter Vereinsmitglied, auch bei der Eintracht. Und ich bin natürlich begeistert, dass nach den langen, schweren Zeiten, die Eintracht Frankfurt seit Anfang der 90er Jahre durchschritten hat und die ich teilweise ja auch hautnah miterlebt habe, jetzt sportlich so erfolgreich ist. Und das freut mich riesig und hoffe, dass es noch lange so anhält. Denn je stärker Eintracht Frankfurt wird, desto mehr strahlt das auch im Endeffekt auf Darmstadt und auf uns auf. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir hier in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main einen Fußballschwerpunkt in Deutschland bauen könnten. Und das funktioniert natürlich nur mit dem großen Flaggschiff Eintracht Frankfurt und wir segeln dann da gerne mit und können dann sicher auch eigene Impulse setzen, dass wir in der Landeshauptstadt eben auch die Kompetenz für Profifußball haben. Und klappt es mit dem Weiterkommen im Mailand? Ich gehe mal davon aus. Gut, alles klar. Wunderbar. Herr Bröcklich, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich möchte noch eine Botschaft loswerden. Wir freuen uns alle sehr, dass es uns gelungen ist, auch Fans dazu zu bewegen, hier beim Rückbau der Westtribüne mitzumachen. Die 3600 Sitze wurden gestern und heute eigentlich losgeschraubt und wir warten jetzt darauf, dass wir die Transportcontainer bekommen, dass sie dann dort in die Transportcontainer dann eingelagert werden können. Aber es ist, glaube ich, die erste und größte gemeinsame Aktion zwischen SVW Wiesbaden und Fans, die wir hier mit dem Rückbau begonnen haben. Und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, dass wir da auf einem guten gemeinsamen Weg gehen können. Ja, wie wurde das denn kommuniziert? Ich muss zugeben, das ging so ein bisschen an mir vorbei, dass da auch Fans eingeladen waren, da mitzumachen. Volker Kaczmarek, unser Fanbeauftragter, hat beim letzten Spiel Fans angesprochen. Also es ging jetzt nicht so über die üblichen Kanäle, so über Homepage oder die sozialen Medien, sondern das ging jetzt tatsächlich nur über direkte Ansprache. Das war eigentlich der Hauptweg. Wir haben das auch ein bisschen über die Medien, also über Homepage verteilt, aber das war nicht so erfolgreich. Die meisten, die gekommen sind, wurden direkt angesprochen. Mhm. Ist jetzt sauer, dass dich Volker nicht angesprochen hat? Er hatte mich auch angesprochen, das ist ein anderes Thema. Okay, gut, vielen Dank.